Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe ja im letzten Video gesagt, ich mache dieses Jahr kein Video mehr. Habe meine Meinung geändert. Ich möchte ja einen kleinen Rückblick auf das Spielejahr 2016 machen. Deswegen gibt es jetzt zwei Videos dazu. Zum einen die Spieleenttäuschungen, beziehungsweise die generell ja die Enttäuschungen dieses Jahr, was das Spielejahr 2016 betrifft, und einmal die Highlights. Ich mache in dem ersten Teil jetzt erstmal die negativen Sachen, also die Enttäuschungen, und im zweiten Teil dann eben, ja, die Highlights. Dann beginnen wir gleich mal mit den Sachen, die mich enttäuscht haben dieses Jahr. War es im ja, Besonderen kein Spiel an sich, aber einfach ein Trend, der mir persönlich nicht gut gefällt als PC-Spieler, denn die schlechten PC-Portierungen bzw. schlechten PC-Umsetzungen. Da gab es dieses Jahr einige Beispiele. Da fällt mir zum Beispiel jetzt auf die Schnelle ein No Man's Sky. Gut, No Man's Sky war an sich einfach ziemlich eine schlechte Umsetzung auf PS4 und PC, weil das Spiel hat von hinten und vorne nicht funktioniert. Abstürze ohne Ende, Performance war grottenschlecht, die Grafik meiner Meinung nach ist auch ziemlich, also für das, wie so das Spiel aussieht, hat es echt schlecht funktioniert, finde ich. Das war leider ein bisschen eine Enttäuschung, das Spiel an sich finde ich ein bisschen eine Enttäuschung. Ich hatte mir von dem Spiel, obwohl ich eigentlich jetzt nicht gehypt war in die Richtung, aber so kurz vorm Release war einfach mal dieser Hype da, weil alle davon berichtet haben, wie grandios es sein könnte und bla bla und hin und her. Und dann beim Release und die ersten paar Spielstunden kam so ein bisschen die Ernüchterung, ja, hätte ich jetzt mehr erwartet von der Spieleidee. Die Spieleidee an sich ist einfach, ist wirklich cool. Also natürlich ein prozedural generiertes Universum, das ich bereisen kann. Aber irgendwie da hinten und vorne nichts funktioniert. Ich habe beim ersten Spiel statt das Vorbestellerschiff eingelöst, konnte dann den Hyperantrieb nicht freischalten, also nicht ins nächste, Sternsystem reisen, was schon mal echt mühsam war. Dann habe ich wieder neu starten müssen, damit ich das überhaupt bekommen habe, das Ding. Ich meine, mittlerweile gibt es Patches für das alles, okay, gut und schön, es gab auch ein großes Update, ist ja alles gut und schön, aber zum Beginn des Spiels, zum Release des Spiels, war das Spiel einfach nicht fertig, war fehlerbehaftet, Performance war unter alles Sau, der Inhalt war auch nicht wie versprochen, also ja, hätte man vielleicht ein paar Monate sich Zeit geben sollen, oder als Early Access releasen, aber so wie es rausgekommen ist, das fertige Spiel hat es nicht entsprochen, was es eigentlich hätte sein sollen. Ja, das war meiner Meinung nach eine der größeren Enttäuschungen, so als Gesamtkonzept, aber an sich, wie gesagt, die PC-Version war ein bisschen, ja, fand ich nicht so toll, also da haben wir zum anderen noch Forza Horizon 3, da war die PC-Version einfach. Also ehrlich, ich weiß nicht, was sich Microsoft denkt. Ich meine, ist gut und schön, dass Microsoft auf die Idee kommt oder dass Microsoft sagt, okay, der PC-Markt ist für uns wichtig, wir bringen ab jetzt alle Xbox-Spiele auch auf dem PC und nicht mehr nur auf der Xbox. Finde ich als PC-Spieler sehr, sehr geil, weil die Spiele natürlich am PC höhere Auflösungen haben, höhere Framerates, besser aussehen und so weiter und so fort. Finde ich als PC-Spieler richtig coole Idee und man merkt auch, okay, der PC-Markt ist nicht so unwichtig, wenn Microsoft sagt, die sich eigentlich jetzt auf Konsolenspiele, ja, festgesetzt haben, da ist auch im PC zu kommen. Entsprechend fand ich es ein bisschen enttäuschend, dass die PC-Version von Horizon 3 so miserabel war. Und zwar in dem Sinne, dass das Spiel einfach eine Performance hatte bei, sag ich mal, 90% der Spielern, ziemlich unspielbar war, weil es einfach Frame-Einbrüche, Ruckler, Slowdowns, alles mögliche gab, was ja richtig katastrophal ist. Also ich habe ja so mehr oder weniger ein paar Videos gemacht, also das eine oder andere Video gemacht vorher um. Und ja, da habt ihr ja gesehen, das Spiel ist leider alles andere als gut optimiert für den PC. Auch jetzt, 3 Monate nach Release, kann ich sagen, die PC-Version ist immer noch nicht optimal. Das Spiel hatte von Anfang an Abstürze, okay, aber mittlerweile, es hat wirklich 2 Monate gedauert, bis einmal die Performance in Ordnung war. Und ich meine, 2 Monate ist einfach eine echt lange Zeit. Vor allem bei Leuten, die nicht auf die Xbox One ausweichen können. Das Spiel an sich ist echt geil. Grandios, bestes Open-World-Rennspiel, das ich persönlich kenne oder finde ich das beste Open-World-Rennspiel, das es gibt aktuell auf dem Markt. Aber so ein bisschen blöd irgendwie finde ich, dass die PC-Version so miserabel war. Ich meine, das Spiel sieht grandios aus am PC, natürlich die höhere Auflösung spielt ja auch viel mit, die höhere Framerate, die Grafik sieht einfach viel schicker aus, viel detailreicher und alles, gar keine Frage. Aber die Performance hätte trotzdem um einiges besser sein können, wie ich finde. Auch das Spiel an sich, ja, von Abstürzen geplagt. Ich meine, mittlerweile ist es so, das Spiel stürzt bei mir immer noch, sag ich mal, einmal in der Stunde oder so ab. Und das ist halt doch ein bisschen mühsam, wenn ich am Abend mich für 1,5 Stunden hinsetze oder für 2 Stunden hinsetze. Und das Spiel stürzt dann 2-mal in den 2 Stunden ab. Es ist halt einfach mühsam, weil da muss man es wieder neu laden. Ich verstehe auch nicht, wie Microsoft es schafft, nach jedem Update muss ich die Grafik einstellen, also beziehungsweise nach jedem Neustart von meinem PC muss ich die Grafikeinstellungen neu einstellen. Ich meine, nach einem Update lasse ich es mir einreden. Aber ohne Update kann es doch nicht sein, dass er die Grafikeinstellungen nicht übernimmt. Ich muss die jedes Mal neu eingeben. Na, finde ich einfach nicht in Ordnung.
Also das war, was ich natürlich mitbekommen habe, Mafia 3, wo der 30 FPS-Log drin war, lauter Bugs und so weiter. Ich glaube, da waren alle Versionen zwar verbuggt, aber die PC-Version am meisten. Mein 30 FPS-Log in der heutigen Zeit ist einfach eine Frechheit. Sorry, aber ist einfach so. Da gibt es 120 Hertz Monitore und der schaut, können da maximal 30 FPS spielen. Das ist einfach unnötig und ja, gehört sich einfach nicht in meinen Augen. Also eine PC-Version muss unbegrenzte Framerate haben. Muss. Das ist meiner Meinung nach ein Muss. Genauso wie auch, ich glaube, die Dishonored 2 war auch die PC-Version miserabel. Die haben sie dann so ein bisschen sogar runtergeschraubt, weil es anscheinend sie es nicht anders hinbekommen haben. Und es gab so ein paar andere Kandidaten einfach, wo die PC-Version leider ziemlich schlecht war. Und wie gesagt, der Trend gefällt mir überhaupt nicht. Warum muss die PC-Version schlecht sein? Genauso verstehe ich auch nicht, warum muss man 4K, dass das Spiel 4K kann, unbegrenzte Framerate, höhere aufgelöste Texturen und so weiter, warum muss man das als Feature herausstechen? Meiner Meinung nach sollte ein PC-Version das standardmäßig haben. Der PC hat einfach mehr Leistung als eine Konsole. Logischerweise kann ich hier eine höhere Auflösung fahren. Logischerweise kann ich hier eine höhere Framerate fahren. Logischerweise kann ich mehr Texturen oder höher aufgelöste Texturen darstellen. Na klar, wenn die Auflösung höher ist, sollten die Texturen auch höher sein. Sonst sieht das nicht einfach nur Matsch. Entsprechend finde ich es irgendwie sehr komisch, dass jeder das als Feature anprangert, wo ich mir denke so, ja, eigentlich sollte das Standard sein. Warum ist das nicht Standard? Ich meine, es gab ein paar gute PC-Umsetzungen. Also Gears of War zum Beispiel, Gears of War 4 war, was ich so gehört habe, richtig gute PC-Umsetzung. Es gibt natürlich die PC-exklusiven Spiele wie Planet Coaster, die gut funktionieren. Und natürlich andere Titel auch noch. Aber trotzdem gab es einfach so ein paar PC-Enttäuschungen. Gerade von Microsoft war ich ein bisschen enttäuscht, dass Horizon 3 echt am PC schlecht ist. Also von der Performance her, von den Abstürzen her, von den Fehlern her. Leider sehr, sehr schade. Vor allem, als ich es vorher mit Forza 6 Apex gezeigt habe, wie es eigentlich gehen könnte. Warum habt ihr das nicht hinbekommen bei Horizon 3? Verstehen tue ich es leider nicht. Ja, aber genug genörgelt. Ich hoffe, das Jahr 2017 wird ein bisschen besser. Ich hoffe, Microsoft hat ein bisschen zugelernt. Ich wollte eigentlich zu diesem Thema schon mal so eine Art, so ein Hate-Format machen, so in die Richtung, wo ich einfach mich ein bisschen beschwer über die aktuellen Umstände, die teilweise bei den Spielen herrschen. Also natürlich eben fehlerhafte Version, Early Access, Wahnsinn, wohin das Auge reicht, unfertige Spiele, sowas kann einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Ich wollte schon mal ein Hate-Format dazu machen, bin aber irgendwie nicht dazugekommen, habe auch kein passendes Konzept gefunden, wie das für alle oder wie ich das gut umsetzen könnte. Vielleicht kommt 2017 was. Mal schauen, es gibt ein paar Themen, über die ich mich gerne einfach aufregen würde, weil ich es einfach nicht ganz verstehen kann, wie sie so passieren, wie sie halt passieren. So, dann war es auch mit meinen Enttäuschungen für das Jahr 2016. Ich würde euch jetzt noch bitten, Daumen nach oben da zu lassen, abonnieren, wenn ihr wollt, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur dann. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare auch schreiben, was so eure Spiele-Enttäuschungen waren. Oder vielleicht habt ihr eben ein besonderes Spiel, das euch enttäuscht hat, vielleicht aber auch mehrere Spiele, vielleicht aber auch einfach ein Trend, der euch nicht gefällt. Zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, irgendwelche Premium Passes, also irgendwelche Season Passes oder so, oder einfach Early Access oder was auch immer, was euch einfach nicht gefallen hat dieses Jahr, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, da über eure Meinung auch und von euch zu hören, was so eure Enttäuschungen waren. Ihr dürft mir gerne jetzt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ihr findet noch irgendwo hier eingeblendet das andere Video mit den Highlights des Jahres. Da kommen dann auch nochmal, gute Sachen, also nicht nur hier Hate, sondern auch mal was Gutes. Und würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann danke ich fürs Zusehen und bis dann. Ciao.